So, jetzt geht es um die Bremsvorgänge, also das heißt Geschwindigkeitsaufgabe. Bremsvorgänge. Durch das Einwirken einer Bremskraft und der damit verbundenen negativen Beschleunigung verringert sich die Geschwindigkeit eines fahrenden Fahrzeugs. Ein bestimmtes Fahrzeug wird durch eine Vollbremsung bis zum Stillstand abgebremst. Der Weg, den ein Fahrzeug während der Vollbremsung zurücklegt, wird als Bremsweg bezeichnet. Der nachstehenden Abbildung ist das Zeitgeschwindigkeitsdiagramm für eine 5 Sekunden dauernde Vollbremsung dargestellt. Naja, das sind die 5 Sekunden, schreibt man schon hier. Und anfangen tut es bei 20 Meter pro Sekunde. Passt. Für die Zeitgeschwindigkeitsfunktion V gilt, die muss man nicht einmal aufstellen. Das haben sie dann angegeben. V von t ist also 4t minus 4t plus 20 mit t aus 0,5. Gut, Zeit Sekunden und Meter pro Sekunde Geschwindigkeit. Interpretieren Sie die Koeffizienten minus 4 und 20 aus der obigen Funktionsgleichung von V im gegebenen Sachzusammenhang. Aha, also ich schreibe es da oben drüber. Minus 4, was bedeutet das? Das ist also hier de facto die Beschleunigung. Die negative Beschleunigung. Man kann es auch in Meter pro Sekunde zum Quadrat. Hoppala, da gehört der Schrägstrich in der Klammer. Meter pro Sekunde Quadrat. Was ist die 20? Die 20 ist also die Startgeschwindigkeit, also die Anfangsgeschwindigkeit für in Meter pro Sekunde. Schon wieder falsch. Pro Sekunde. Passt. Die Länge des Bremswegs des Fahrzeugs bei dieser Vollbremsung wird mit SB bezeichnet. Okay. Wird die Anfangsgeschwindigkeit halbiert, so beträgt bei gleichbleibender negativer Beschleunigung die Länge des Bremswegs SB mal K. Aha. Naja, vielleicht müssen wir mal beides ausrechnen. Das ist wirklich ein bisschen ein komischer Text, den haben wir zuerst nicht ausgekannt. Also ich muss SB für 20 ausrechnen und SB, also S von 20 Ausgangsgeschwindigkeit. Wäre also dann einfach, naja, das ist jetzt da hier in der Grafik ja schon zu sehen mit dieser Verzögerung. Das heißt, ich muss das Dreieck, die Fläche von dem Dreieck ausrechnen. Das ist 20 mal 5 und halbe. 20 mal 5 und dann durch 2 ergibt 5 mal 20 ist 100, das heißt 50. Und das sind Meter, weil es ja ein Weg ist. Okay. Wenn ich das S von 10, wenn ich von 10 anfange, habe ich ja jetzt das Ganze, wenn ich da von 10 anfange, das müssen wir noch ein bisschen aufzeichnen. Wenn ich bei 10 anfange und ich habe die gleiche Verzögerung, schaut es ja jetzt hier so aus. Also das heißt, die Verzögerung ist die gleiche, muss parallel sein. Das heißt, ich habe hier den Y-Wert, ja, und das jetzt hier auszurechnen. Hammer. Das ist also jetzt hier 10 mal der x-Wert ist jetzt 2,5 und dann wieder halbe Dreiecksberechnung. Ja, sollte ich auch noch dazu sagen, das ist ein Dreieck. Und wie viel ist das? 10 mal 25 heißt 12,5 Meter. Ja, und jetzt weiß ich, dass die zweite, also dieses k mal sb, was da hier ist, die zweite ist also ein Viertel vom ersten. Das heißt, das k muss also dann hier ein Viertel sein. Hoppla. Also schreiben wir uns das dann auf. Das k ist gleich ein Viertel. Weil die Länge der Strecke ist jetzt ein Viertel mal so groß wie die. Das erste ist das sb, so wie es da verlangt wird. Und das ist jetzt das k mal sb. Okay. Passt. Es geht weiter.
Ein Fahrzeug fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 25 Meter pro Sekunde. Zum Zeitpunkt t gleich 0 sieht der Fahrzeuglenker ein Hindernis auf der Straße. Es gilt, der Fahrzeuglenker benötigt eine bestimmte Zeit, um zu reagieren. Während dieser Zeit fährt das Fahrzeug mit der konstanten Geschwindigkeit von 25, konstante Geschwindigkeit von 25 Meter pro Sekunde weiter. Der Bremsvorgang beginnt zum Zeitpunkt T1 mit einer konstanten Bremsverzögerung, negative Beschleunigung. Zum Zeitpunkt T2 haben wir dann den Stillstand. Zeigen Sie im nachstehenden Zeitgeschwindigkeitsdiagramm den Geschwindigkeitsverlauf für den beschriebenen Vorgang ein. T in Sekunden, V in Meter pro Sekunde. Naja, das heißt also, jetzt muss ich nachdenken. Zuerst brauche ich also mal bis zum Zeitpunkt T1 fahre ich mit der 25 Meter pro Sekunde weiter. Okay, das heißt, wenn ich weiterfahre, bleibt es also in der Höhe. So, und danach sinkt es aber ab bis zum T2, wo es dann 0 ist. Okay, dann müsste die Grafik also so ausschauen. Passt. So, Arte wollen noch was. Stellen Sie unter Verwendung von T1 und T2 eine Formel zur Berechnung von SA auf. Aha, also das heißt, wir haben wieder Geschwindigkeit. Ich will also jetzt wieder den Weg ausrechnen, also muss man integrieren oder hier in dem Fall Flächen berechnen. SA. Gut, dann können wir das wieder schreiben. Was könnte das jetzt sein? Naja, ich muss also zuerst einmal das Rechteck hier, vielleicht sollte man das Rechteck noch einzeichnen. So, machen wir da hier ein Rechteck. Das ist jetzt T1 mal 25. Oder ich schreibe es jetzt als 25 mal T1. Und dann muss ich noch was dazugeben, nämlich die Differenz von T1 und T2 mal 25 halbe. Plus also 25 halbe ist 12,5 mal Klammer T2 minus T1. Passt. Okay? Ja. Gut. Glücklich und zufrieden und fertig. Passt.